Wie ihr seht, sind wir wieder in Hamburg bei bestem Hamburger Schiedwetter. Wir gehen jetzt in die Ratsherrn-Brauerei, gucken uns an, wie wird Ratsherrn wirklich produziert, erfahren ein bisschen was über die Geschichte und ich würde euch gerne einmal mitnehmen. Kommt mit! Moin, mein Lieber. Na? Moin. Geht's gut? Na? Ja, und selbst? Ja, alles bestens. Die erste Frage, die sich mir aufzwängt, ist vom Halm zum Glas. Gutes Bier beginnt ja bei uns auf dem Feld. Deswegen haben wir uns gedacht, bauen wir unsere eigene Braugerste an. Und deswegen ist es jetzt auch in unserem Bier. Also hier wird es dann gebraut, in Hamburg vermälzt und dann hier direkt ins Glas. Wie findet ihr da eure Nische und vor allem, wie besteht man, wahrscheinlich ja auch mit kleineren Budgets, gegen Milliardenkonzerne, die es ja einfach in der Brauereibranche gibt? Wir fokussieren uns halt voll aufs Produkt, auf das Handwerk. Bei uns kann jeder vorbeikommen und sich das Ganze anschauen. Und wir sind mitten in der Stadt angesiedelt. Wir produzieren hier 100% in der Schanze. Und da hat man so die Nähe wieder zu den Menschen, die das auch machen, das Bier jeden Tag. Und ich finde, das schmeckt man auch. Wir merken ja auch, wenn sich mal Trends verändern und können da sehr, sehr schnell darauf reagieren. Kannst du schon ein Watchout für nächstes Jahr geben? Was kommt da? Passiert noch mehr in dem Bereich alkoholfrei, Low ABV? Ich glaube, da bist du schon ganz, ganz warm. Das ist sehr gut, ich freue mich. Ich würde mir auch gerne noch mal die Produktion angucken, tatsächlich. Meinst du, Tino hat Zeit und kann mir noch mal ein paar Sachen zeigen? Davon gehe ich aus. Einfach in die Richtung, ich übergebe dich dann an Tino. Und wir treffen uns nachher wieder auf ein Bier, ne? Ja, ja. Ich freue mich. Alles klar. Und lieber, vielen Dank. Macht's gut. Bis später. Tschüss. Moin. Na? Herzlich willkommen in der Produktion. Ja. Hier hast du erstmal was zum Anziehen. Oh, herrlich. Ja, zieh ich direkt an. Als nächstes zeige ich dir so ein bisschen die Brauerei und dann gehen wir einmal rum. Ein Traum, danke. Hier hinter versteckt sich der nächste Schritt. Das ist nämlich die Würzepfanne. Wir haben ja jetzt die Flüssigkeit aus dem Läuterbottich rausgeholt und da bringen wir das Ganze zum Kochen und da kommt auch der Hopfen ins Spiel. Dann gehen wir jetzt einmal rum in den Gär- und Lagerkeller. Ich folge dir. So, hier gärt und lagert unser gesamtes Bier. Wie viele Liter habt ihr hier? Ja, also wir haben hier viele verschiedene Tanks, insgesamt 21 Stück. Und wir haben 100 Hektoliter Tanks, 250 Hektoliter Tanks und draußen auch noch 500 Hektoliter Tanks. Wahnsinn. Und insgesamt machen wir im Jahr rund 55.000 Hektoliter. Und das ist immer noch eine kleine Brauerei, oder? Das ist auf dem Weg zum Mittelstand. Dann lass uns doch auch einmal was vom Tank abzwickeln. Ja, bitte. Abzwickeln heißt das? Ja. Das ist ja geil. Abzwickeln basiert darauf, dass das Bier direkt aus dem Lagertank kommen soll. Ah, okay. Also, dass man das Bier abzwickelt. Also, frischer kann ich kein Bier bekommen? Nee, frischer geht's nicht. Kannst du nämlich das kalte Bier genießen. Ja, Prost. Zum Wohl. Gerne. Ich könnte mich jetzt auch mit dir an die Bar im alten Mädchen setzen und noch diverse andere Biere verkosten. Ist ja auch schon 12, ne? Ja, das ist so ins alte Mädchen. Ja, dann. Nicht. Nice, los. Dunstedt. Ja, so. Ja, ich bin zwei. Ich zeig dir das mal eben. Ja. Ja, super. Perfekt. Könnten wir davon zwei bekommen? Ja? Egal. Cheers. Vielen Dank. Cool. Sehr gern. So. Das war's von uns. Ich glaube, ihr habt jetzt ganz gut gesehen, was Ratsherrn alles kann und vor allem in welchem Umkreis. Wir befinden uns hier gerade im alten Mädchen, trinken jetzt noch ein, zwei Bier. Die Brauerei ist 5 Meter entfernt und der Shop ist weitere 5 Meter entfernt. Von dem her alles sehr, sehr close by. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar interessante Sachen erzählen. Tino und ich trinken jetzt noch ein, zwei Bier und wünschen euch natürlich eine fantastische Zeit. Kommt doch einfach selber mal vorbei, checkt den Store aus, checkt die Brauereiführung aus und kommt ins alte Mädchen auf ein Schnitzel und vor allem ganz viel Ratsherrn-Bier. Cheers!